Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer Sendung über die germanischen Serien und von den Völlur. Das musste ich auch erst lernen, das ist die Mehrzahl von Völva und für mich war auch immer eingängig Völvas und das hätte sich wahrscheinlich auch besser angehört von germanischen Serien und Völvas, aber der richtige grammatikalische Ausdruck ist also Völlur. Und da steht jetzt die Susanne hier neben uns, die haben wir wieder getroffen und zwar hier an den Wilhelmssteinen. Das ist ein ganz besonderer Ort hier. Und ja, dann werden wir sie jetzt ein bisschen fragen, weil sie hat ja jetzt hier ihre Berufung wieder entdeckt, wenn man so möchte. Und da wird sie uns sicher ein paar spannende Antworten geben. Viel ist es nicht, was wir noch über die germanischen Serien wissen, da unsere Vorfahren, von wenigen Runenritzungen einmal abgesehen, nichts Schriftliches hinterlassen haben. Was wir heute an geschichtlichen Überlieferungen kennen, bewahrten sie in mündlich tradierten Heldenliedern auf. Etwas mehr wissen wir aus schriftlichen Quellen von den skandinavischen Schamaninnen und Zauberinnen aus dem 9. und 10. Jahrhundert, den besagten Völlur. Und hätten wir nicht die Werke diverser römischer Schreiber und Chronisten, wäre uns heute wohl kaum noch etwas über die einstigen Serien bekannt, die uns in der Zeit von der Antike bis ins Hochmittelalter hinein als Wahrsagerinnen und Prophetinnen bezeugt sind und denen vielfach hohe Verehrung zuteil wurde. Doch wer waren nun diese geheimnisvollen Frauen, die schon zu Lebzeiten ein Schleier des Numinosen umgab und deren Wesen und Wirken bis heute unsere Fantasie beflügeln? Wie sahen sie aus? Was waren ihre Aufgaben? Und welchen Stellenwert nahmen sie bei unseren Vorfahren ein? Wir haben uns ein wenig auf Spurensuche begeben und haben versucht zusammenzutragen, was uns heute noch über diese Frauen bekannt ist. Wir wünschen gute Unterhaltung. Laut Lexikon ist eine Seherin eine Person, der die Fähigkeit des Hellsehens, der Präkognition oder das Zuteilwerden eines besonderen religiösen Erlebnisses in Form einer Vision oder einer Erscheinung zugeschrieben wird. Präkognition bezeichnet die wissenschaftlich bislang nicht nachgewiesene Fähigkeit, ein zukünftiges Ereignis oder einen Sachverhalt wahrzunehmen oder vorherzusagen. Der Person steht zum Zeitpunkt ihrer Voraussicht also keinerlei rationales Wissen zur Verfügung. Sprich, die Kausalität ist aufgehoben, weil die Präkognition zeitlich vor dem Ereignis liegt. Als eines der ältesten schriftlichen Zeugnisse überhaupt nennt die Bibel im Alten Testament solche Personen noch ehrfürchtig Propheten, die dort zumeist als sogenanntes Sprachrohr von Gottes Willen fungieren. Als falsche Propheten werden indes jene bezeichnet, die den Anspruch göttlicher Legitimation zu Unrecht erheben. Was die Frage aufwirft, wer das eigentlich festlegt. Später auf jeden Fall die katholische Kirche, die all jene unerwünschten Personen als Heretiker und Ketzer verfolgen ließ. Besagt doch die katholische Lehre, dass Menschen, die über ähnlich geartete Gaben und Erscheinungen verfügen, allgemeinhin als Geisterbeschwörer definiert und damit zumeist auch gleich abgewertet werden, da sie ja nicht in Verbindung mit Gott, sondern lediglich niederen Geistern stehen, wobei meist, wie auf dieser mittelalterlichen Darstellung gut zu sehen, eine Dämonisierung der Natur mit einherging. Dabei waren Seher und Seherinnen über viele Jahrhunderte hinweg angesehene Personen, die selbst von Königen aufgesucht wurden. Zumindest solange sie sich auf ihr Handwerk verstanden, das von der Verbindung mit göttlichen Kräften abhing. Als berühmteste weibliche Beispiele seien etwa die antike Seherin Kassandra erwähnt, deren korrekten Visionen jedoch niemand Glauben schenken wollte. Oder die im 13. Jahrhundert lebende Hildegard von Bingen, die so mancherlei Visionen von oben notiert haben soll.
Als jüngeres prominentes Beispiel wäre etwa die bulgarische Baba Vanga zu nennen, die im Jahre 1996 bereits verstorben, als eine Art weiblicher Nostradamus allerlei Voraussagen traf, die bis heute immer wieder gerne zitiert und interpretiert werden. Die wenigen Zeugnisse über einstige germanische Seherinnen stammen einer Zeit, als das römische Imperium sich anschickte, die damalige Welt zu erobern. Nachdem Caesar die gallischen Stämme bis zum Rhein hin unterworfen hatte, marschierten die römischen Legionen in die Tiefen der germanischen Urwälder hinein. Berichten nach waren die Legionäre wohl nur wenig begeistert von dem sich ihnen an vielen Stellen offenbarenden Sumpfland, das sich von unzähligen Mooren, Auen und anderen Feuchtgebieten durchzogen zeigte, die von blutsaugenden Insekten nur so wimmelten. Einer Landschaft, die sich im Laufe der folgenden Jahrhunderte massiv verändern sollte, da sie immer größeren Ackerflächen weichen mussten, wofür sie trockengelegt, abgeholzt und urbar gemacht wurde. Kampf und Krieg waren Situationen, in denen göttliche Hilfe besonders gefragt war und somit kultische Praktiken erforderten. Durch die Eroberung Galliens hatte sich Caesar bereits mit der Führungsstruktur der Kelten vertraut gemacht. Dort waren es die Druiden, die sich mit dem Götterdienst, Ritualen sowie der Erziehung der Kriegeraristokratie befassten, der sie ihre Wertmaßstäbe und Ideologien vermittelten. Den Druiden unterstand der gesamte Stamm, aus dessen Gemeinschaft sie Unruhestifter oder Verbrecher ausschließen konnten. Kurzum, sie waren das geistige Oberhaupt der keltischen Stämme, weshalb Caesar sie gnadenlos verfolgen ließ, um seine Feinde damit ihrer geistigen Führungselite zu berauben. Die germanischen Stammeshäuptlinge nun hörten auf die Stimme ihrer Seherinnen und Seher, deren Prophezeiungen, Wissen und Rat für sie hohes Gewicht bei Volksentscheidungen besaßen. Somit die Römer auf ihre bereits bewährte Taktik setzten, indem sie sich zunächst, wann immer sie konnten, der germanischen Seherinnen und Seher zu bemächtigen suchten. Wir wissen nicht, auf welchem Wege besagte Seherinnen nach Rom gelangten. Aber es war üblich, dass die Römer nach ihren Feldzügen Gefangene als Sklaven verkauften, weshalb sich in der Nachhut einer römischen Legion üblicherweise ein ganzer Tross aus Angehörigen, Händlern, Prostituierten und eben auch Sklavenhändlern befand, um die neue menschliche Ware direkt zu erwerben. Und man darf annehmen, dass eine aus den fernen Barbarenländern in Rom wohl sehr exotisch wirkende Seherin dort einen ordentlichen Preis erzielt und für ein gewisses Aufsehen gesorgt haben dürfte. So wissen wir von wenigen römischen Schrifttafeln, welche uns noch die Namen germanischer Seherinnen verraten, welche, von Rom vermutlich einst verschleppt, ihre Fähigkeiten fortan in dessen Dienst stellen mussten. Die Namen damaliger und heute noch bekannter Seherin lauten zum Beispiel Albruna, was übersetzt so viel wie die mit dem Geheimwissen der Alben Versehene bedeutet. Jene Albruna genoss während der Feldzüge des Drusus und des Tiberius einiges an Ansehen, weshalb sie in den Berichten des Tacitus erwähnt wird. Dann Gana, eine Seherin, die nach Cassius Dio während der Zeit Domitians bei den Semnonen in hohen Ehren stand. Weitere Seherinnen sind die in den Fuldischen Annalen für das Jahr 847 bezeugte Thiota aus Alamanien, sowie die in der Ursprungssage der Langobarden genannte Gambara, deren etymologische Anbindung an Gandbera als Funktionsnamen für Stabträgerin gelten könnte, womit allgemeinhin germanische Seherinnen umschrieben wurden.
Die wohl bekannteste Seherin aber war Veleda aus dem Stamme der Brukterer. Sie taucht gleich in mehreren Textquellen auf und erlangte Berühmtheit, als sie im 1. Jahrhundert während des Bataveraufstandes den Untergang der römischen Truppen vorhersagte. Vermutet wird, dass auch Veleda nicht ihr Name, sondern ein Titel war, der auf ihre Fähigkeit der Durchschau hinweisen würde. Da sie die ersten Siege ihres Volkes gegen die römische Armee prophezeite, inspirierte und ermutigte sie ihre Landsleute. Sie soll zurückgezogen von der Welt in einem Felsenturm an der Lippe gewohnt haben, weshalb manche Historiker für ihren Aufenthaltsort die Externsteine in Betracht ziehen, auf dessen Höhen ein solcher Turm oder auch Palisadenzaun gestanden haben könnte. Veleda soll, wie manche ihres Schlages, denen der Lärm der Welt zu viel war, die Einsamkeit vorgezogen haben, weshalb sie ihre Botschaften von ihrem Turm heraus an Verwandte weitergab, die sie den Stammesführern übermittelten. Zuletzt sei eine suebische oder semnonische Seherin namens Waluburg genannt, die wohl mehrere Jahre erfolgreich in Ägypten im Dienste der römischen Militärverwaltung gestanden haben soll. Eine Begebenheit, die aufzeigt, welche Macht die Worte von Seherin offenbar haben konnten, beschreibt die Begegnung des römischen Feldherrn Drusus mit einer mysteriösen weiblichen Erscheinung. Im Jahre 12 vor der neuen Zeitrechnung hatte jener Drusus die Befehlsgewalt von 5 Legionen samt Hilfstruppen, also etwa gut 50.000 Mann, die er zu einer Großoffensive über den Rhein führte. Nachdem sie auch die Weser überschritten hatten, rückten seine Truppen bis zur Elbe hinvor, dabei etliche Einheimische tötend und sämtliche Dörfer verwüstend. Als Drusus nun gerade im Begriff war, mit seinen Soldaten am Flussufer der Elbe Halt zu machen, sollen die Männer vor sich plötzlich eine unheimliche Erscheinung gewahrt haben. Dort lesen wir bei Cassius Dio: Es trat ihnen eine Frau von übermenschlicher Größe entgegen. Sie glich einer Seherin, mit einem wilden, furchteinflößenden Blick, die Drusus direkt anstarrte und mit einer hallenden Stimme sprach, die einem das Blut in den Adern gefrieren ließ. »Wohin eilst du in aller Welt, unersättlicher Drusus? All dies zu sehen ist dir vom Schicksal nicht bestimmt. Zieh dich zurück, deiner Taten und Tage Ende ist nahe.« Offenbar erbleichte Drusus ob dieser düsteren Prophezeiung und begann umgehend dem Rat der Fremden Folge zu leisten. Er ließ an Ort und Stelle Siegeszeichen errichten und befahl den sofortigen Rückzug, was ihm allerdings nicht viel nutzen sollte, da der bis dahin siegreiche Feldherr auf dem Rückmarsch so unglücklich vom Pferd stürzte, dass er schon bald darauf verstarb und sich somit die Prophezeiung der mysteriösen Frau erfüllen sollte. Mit Drusus Tod endete nicht nur seine Karriere, sondern zunächst auch weitere Feldzüge gegen die germanischen Stämme. Erst 21 Jahre später schickte der erste römische Kaiser Augustus mit seinem Feldherrn Varus 3 weitere Legionen ins Teutoburger Land aus, was in der bekannten Varusschlacht mündete, die für die Römer mit einer ihrer größten militärischen Niederlagen als Tragödie endete. Was wiederum erklärt, warum diese Geschichte sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts einer gewissen Beliebtheit erfreute, spielte sie dem aufkommenden Nationalismus der Deutschen doch geradewegs in die Hände. Eine germanische Seherin, an Größe und Kraft der deutschen Germania vergleichbar, deren unerschrockenes Wesen, einem überlegenen Feind furchtlos entgegenzutreten, Vaterlandsliebe, Freiheitsdrang und Kampfgeist dem deutschen Volke entflammen lassen sollte. Somit ein nationalromantisches Sinnbild für den angestrebten deutschen Nationalstaat. Womit verständlich wird, dass gerade diese Szene von vielen Zeichnern ihrer Zeit in immer wieder neuen Varianten eingefangen wurde und das populäre Motiv eine Zeit lang auf Plakaten zu sehen war, auf Postkarten gedruckt wurde und sogar als Briefmarke zu erwerben war.
Ja, jetzt haben wir über den Drusus gehört und da wissen wir ja, das war die Zeit, waren ja extrem kriegerische Zeiten. Kannst du aus deinen Erinnerungen auch bestätigen? Weil du hast mir mal geschildert, du hast da was wahrgenommen und was du dich erinnerst auf dem Eresberg. Ja, es waren kriegerische Zeiten und es hat ja vorher schon Kämpfe gegeben zwischen den Sachsen und den Franken. Das war ja nicht das erste Mal, dass sie sich dort bekriegen. Und das Volk der Sachsen ist für mich nicht so diese Vorstellung oder von einem Volk, wie wir das heute kennen, sondern es ist ein Bündnis, ein Zusammengehören durch ein Bündnis, zum Vorteil für alle, wenn es wirklich zu Krieg kommt oder zu Unruhen oder was auch immer außerhalb ist. Also wir haben sich verbündet dann, ja. Was ja eher man den Germanen ja eher nicht nachgesagt hat. Es braucht also erstmal einen Feind von außen. Ja, also es hat ja viel früher schon angefangen. Es gab ja immer wieder Auseinandersetzungen auch schon. Das denke mal, hat schon in der Römerzeit angefangen. Also und das Ganze nannte sich Sachsenbund? Für mich heißt es Sachsenbund, ja. Und die Sachsen ist ein Bündnis von verschiedenen germanischen Kleinstämmen, die sich zu einem großen Bund zusammengeschlossen haben, damit sie gegen welche wie die Franken oder bestehen können. Und was war dann deine Aufgabe? Weil du sagtest, du hast eine Erinnerung gekriegt oben auf dem Eresberg. Ja, das sind viele Erinnerungen, aber eine unter anderem ist, auf diesem Berg zu stehen und für eine Einweihung von jungen Männern und auch wenigen Frauen, die diesem Bund sozusagen beitreten. Vorher gab es ganz viele Initiationsrituale, durch die diese Menschen vorher oder jungen Menschen vorher schon gegangen sind. Das hatten die eigentlich alle schon hinter sich. Und die Krönung des Ganzen ist in dem Sinne, dass sie auf diesem Berg zusammenkommen. Von meinem Sehen aus, ich mich erinnere, dass dieser junge Mann auf mich zukommt. Ich ihm tief in die Augen gucke und ihm dann den Weg zu diesem alten Heiligtum, diesen Baum hinter mir freigebe. Oder ich hätte auch sagen können, nein, du kriegst diesen Weg nicht. Und du hast den jungen Männern dann auch angesehen, dass sie ziemlich aufgeregt waren. Und ja, klar. Ja, wenn ich nicht auf Seite trete, dann... Das heißt, das lag eigentlich in deiner Macht. Also du hast letztendlich abgesegnet. Dürfen die jetzt da weitergehen, an dir vorbei oder nicht? Und kannst du dich denn oder vom Gefühl erinnern, woran du das festgemacht hast, ob einer bereit war oder nicht? Ihn ansehen und reinspüren. Reinspüren, was sagt mein Land mir, was sagt das Land, auf dem ich stehe, zu diesem Menschen, der vorne steht. Nimmt er es an, weil das ist ja auch das Verantwortung Volk und das Land. Für den Stamm Verantwortung zeigen, genau, vor allem sein Leben hinzugeben für die Sippe oder den Stamm wenn im Kriegsfall. Und ja, es waren kriegerische Zeiten. Und ja, das heißt, es gab immer mal eine Prüfung. Also wahrscheinlich sogar mehrere. Und am Ende dann oblag es der Seherin zu sagen, du kommst hier nicht rein. Letztendlich, worein auch immer. War natürlich dann irgendwo auch eine Schande, denke ich mir, für die anderen, für die nicht reinkamen. Ich denke, die meisten werden wahrscheinlich schon reingekommen sein. Aber wenn du natürlich jemand hattest, der nicht sein Mann steht, oder beim ersten Angriff, ich meine, wenn da so eine Legion, was auch immer, auf dich zumarschiert kommt und du musst standhalten. Genau, und da geht dir aber die Wurst, wie mein Verleger früher immer sagte. Und wenn du dann ausreißt und die Linie nicht hältst und so, ja, so einen kannst du natürlich im Gefecht dann nicht gebrauchen. Und das musst du natürlich auch als Mann, als Krieger erstmal rausfinden, ob du dem gewachsen bist. Ja, deshalb gab es ja auch die vielen Prüfungen sozusagen davor, um sich darauf einzustimmen und zu schauen, Sinn. Kann ich es oder kann ich es nicht. Ja, macht Sinn. Da uns hier über die germanischen Seherinnen kaum mehr bekannt ist, wollen wir nun einen Blick zu ihrem skandinavischen Äquivalent tun. In den nordischen Ländern begann sich das Christentum etwas später und auch langsam auszubreiten. Und so lassen sich dort noch weit mehr Spuren vom einstigen Wirken der Völvor finden. Völva ist der altnordische Begriff für eine Seherin, Wahrsagerin, Hexe,
Zauberin, Prophetin oder Schamanin. Völva bedeutet wörtlich Stabträgerin, was sie also zur Trägerin eines Stabes machte, der mit ihr wichtigstes Utensil darstellte, da er gleichzeitig Statussymbol und Werkzeug, sprich Zauberstab in einem war. In Skandinavien konnten bislang über 40 Gräber gehoben und dort untersucht werden, in denen weise Frauen mit jenem charakteristischen Stäben beerdigt worden sind. Gleichwohl die darin gefundenen Stäbe vorzugsweise aus Metall sind, wurden sie ebenso aus Holz gefertigt oder waren teilweise mit Metall beschlagen. Doch da Holz verwittert, liegen uns somit heute nur noch jene Stäbe aus Metall vor. Da es in diesen Gräbern des Öfteren wertvolle Grabbeigaben gab, kann man aus dieser aufwendigen Bestattung schließen, dass zumindest einige der Völvur zur höchsten Stufe der Gesellschaft gehörten. Glaubte man bei der ersten Grabentdeckung noch auf das Grab der Königin Asa, der legendären Stammmutter der norwegischen Könige, gestoßen zu sein, so kann man heute aus den zahlreichen Frauengräbern schließen, dass es Seherinnen, Priesterinnen und somit weise Frauen in wohl jeder Gesellschaftsform gab. Angefangen im kleinen Fischerdorf bis hin zu wohlhabenden bäuerlichen Gehöften, so wie am königlichen Hofe selbst. Das Wort Stab findet sich in nordischen Texten immer wieder im Zusammenhang mit Zauber und Magie. So werden etwa Runenzeichen meist als Runenstäbe oder sogar nur als Stäbe bezeichnet. Die isländischen Zauberzeichen etwa, die sogenannten Galdrastafir, heißen übersetzt so viel wie Zaubergesangsstäbe. Ein weiteres altnordisches Wort für Zauber lautet Gandr, was in etwa mit Zauberstabwesen übersetzt werden kann und möglicherweise einen Hilfsgeist beschreibt, der in einem Stab oder Ast wohnt. Der heutige Ausdruck Stab und auch die altnordische Form Stafir gehen vermutlich auf eine indoeuropäische Wortwurzel zurück, die ursprünglich noch Stütze bedeutet. Eine Erklärung wäre jene, dass der Stab, je nach Größe, ebenso als Wanderstab gedacht war, der bei Bedarf auch als Kampfstock zur Verteidigung herhalten konnte. Ebenso war der Stafir eine Stütze der Magie, der zu einer Verlängerung des Armes seiner Eignerin wurde und somit ihrem magischen Segens- oder Unheilsspruch zusätzliche Kraft verlieh. Illustrationen aus dem Mittelalter zeigen gelegentlich noch vermeintliche Hexen, die mit solchen Stäben ausgestattet sind. Dass dieses wichtige Merkmal es bis in die Neuzeit geschafft hat, zeigt uns die moderne Fantasy-Literatur. Als bekannteste Beispiele etwa der Zauberstab von Gandalf, den dieser zum einen als Gehstock mit sich führt, bei Bedarf aber zur magischen Verlängerung seiner Willenskraft und damit Waffe wird. Ebenso muss der Zauberstab zerspringen, wenn sein Eigner auf einen stärkeren Gegner trifft und damit seine Macht erlischt. Selbstredend, dass die Zauberstäbe den Charakteren ihrer Besitzer optisch angepasst werden und ihre Enden vielfach einen Kristall enthalten, um Energien entsprechend aufzunehmen, zu bündeln oder auszusenden. Im Harry Potter-Universum wohnen den Zauberstäben sogar individuelle Eigenschaften inne, die mit ihren künftigen Besitzern eine Art seelische Verbindung eingehen und somit nicht von jedem x-beliebigen Zauberer geführt werden können. Fazit: Erst der Stab als wichtigstes äußerliches Attribut und somit eine Art Zaubererzepter verlieh der Seherin ihren Status als Stabträgerin. Ein weiteres zentrales Utensil waren ihre Heil- und Zauberkräuter, mit denen sie manch kleine Wunder zu vollbringen imstande war, da ihre Verbindung zur Natur ihnen viele Geheimnisse offenbarte. Wie etwa die einfache Weisheit, dass zu jedem Leiden und jeder Krankheit in der Natur ein spezielles Kraut wächst, das nur gefunden, zubereitet und verwendet werden möchte. Nicht selten war die Völva auch Opferpriesterin,
Die Zukunft las sie zuweilen aus dem Blut und den Eingeweiden geschlachteter Tiere, die zu speziellen Anlässen geopfert und hernach gemeinschaftlich verspeist wurden. Ebenso deutete sie Zeichen aus dem Flug von Vögeln. Damals wie heute war das künftige Wetter von großem Interesse, hing doch nicht selten das Überleben von einer erfolgreichen Ernte ab. Und da sich das Verhalten von Vögeln je nach Wetterlage verändert, konnte ein aufmerksamer Beobachter hier manches herauslesen. Und geben wir es ruhig zu, bestimmt hat manche von uns schon einmal echte Freude oder gar einen kleinen Schauder verspürt, wenn wir in der Natur Rabenkrächzen vernehmen oder eine rituelle Handlung von uns währenddessen oder danach von vorbeifliegenden Raben bedacht wird. Kurzum, die Vogelschau als spirituelles Zeichen liegt uns Heiden bis heute im Blut. Dann ihr Mantel. Eine Völver war viel unterwegs, was uns zu der Frage der korrekten Kleidung bringt. Thema Klamottenfrage ist ja in gewissen Kreisen immer wichtig. Und ja, wenn man jetzt überlegt, wie die Seherinnen dargestellt wurden, etwa im 18. oder 19. Jahrhundert, dann haben sich die Künstler ja vielfach am Klassizismus und an der Antike orientiert. Da waren die dann halt weiß, in weißen Gewändern immer. Und das ist ja eigentlich, denke ich mir, wie du das siehst, eher Nonsens, oder? Ja, also mit weißen Gewändern durch den Wald zu marschieren, das ist dann nur was für Leute, die es irgendwie schaffen, dabei sauber zu bleiben. Also ich kann es nicht, kann ich eindeutig sagen. Das ist allein weiße Gewänder herzustellen, damit sie dann 5 Minuten halten. Ich meine, es ist natürlich dieser sakrale, weiß, rein, unschuldig, am besten noch jungfräulich oder so. Aber das ist ja, denke ich, auch ein ziemlicher Nonsens irgendwo. Und ich meine, Seherinnen waren ja auch viel unterwegs und da war das einfach zweckmäßig, pragmatisch, die Klamotten, würde ich sagen. Ja, also so wie wenn ich mich selber wahrnehme und mich selber sehe in dieser Zeit, ist es dann eher so Hosen oder längere Gewänder so bis zu den Knien. Mhm. Ja, aber alles andere wäre unpraktisch gewesen. Du kannst ja nicht die ganze Zeit unterwegs sein und überall hängen bleiben. Also zu besonderen Anlässen, ja, habe ich auch schon wahrgenommen mit Kleid. Mhm. Aber wenn du unterwegs bist, ist das Quatsch. Wenn man jetzt denkt, wie in der heutigen Zeit, also wie das so gerne, vor allem seit der Serie Vikings, wie die eben dargestellt werden oder wie man jetzt da in dem Film The Northman, also da ist ja sehr kreative Ausschmückung der Seherinnen und das sieht natürlich auch alles toll aus, aber ja, Klamottenfrage, wenn man eben keine eindeutigen historischen Belege hat, da sprießt natürlich die Kreativität ins Unkraut. Ja, deswegen hier mal ein paar Bilder, so neuzeitlich und wie sie vor 200, 300 Jahren dargestellt wurden. Ich denke auch, die jungen Männer, wenn ich in diesem Aufzug vor ihnen gestanden hätte, ich glaube, die hätten Schiss gekriegt und Reis ausgenommen. Ich denke, das wäre nichts geworden. Okay. Gerade die bereits erwähnte Serie Vikings hat ja ein regelrechtes Revival in diese Richtung ausgelöst. Und so gibt es mittlerweile etliche Versuche, einstige Seherinnen und Völvor wieder darzustellen. Wobei allerdings weniger Wert auf Authentizität gelegt wird, sondern vor allem auf Fantasy, Kreativität und ein optisch ansprechendes Äußeres gesetzt wird.
Eine Völva befand sich also meist auf Wanderschaft, wobei sie des Öfteren von einer Gruppe Frauen begleitet wurde, die sie versorgten, ihr nach Bedarf beistanden und für sie sangen. Gerade entsprechender Gesang war wohl ein wichtiger Bestandteil ihrer Zauberkunst, die auch als Seid oder Seidere bezeichnet wurde. Einem Thema, dem wir uns nochmal in einer gesonderten Sendung zuwenden wollen. Wenn die Völva ihre Gabe gut beherrschte, galt sie als hochgestellte Persönlichkeit und konnte es im Verlauf ihres Lebens zu einer wohlhabenden Frau bringen, da sie vor allem an reicheren Höfen entsprechend großzügig entlohnt wurde. Kam sie zu einer Dorfgemeinschaft, gebührte ihr ein Ehrenplatz und man reichte ihr ausgewählte Speisen. Hoffte man doch, dass ihre Zukunftsprognosen möglichst günstig ausfielen. Dafür wurde der Völva zuweilen ein besonderer Stuhl oder Hochsitz angeboten, von dem aus sie über die Fragesteller hinweg leichter in die Anderswelt zu blicken vermochte, aus der sie ihre Bilder empfing, über die sie ihre jeweiligen Aussagen traf. Traf sie ihre Weissagung vor größeren Menschenmengen im Freien, wurde ihr dafür manchmal sogar eine Art Zauberergerüst errichtet, sodass sie über eine eigene Bühne verfügte. Verbreitet war die Furcht, sich ihre Gunst zu verscherzen oder gar einen Fluch von ihr aufgehalst zu bekommen, den man nur auflösen konnte, indem man eine mindestens ebenso starke Völva aufsuchte, die den Fluch wieder neutralisierte, oder indem man die Verursacherin des Fluches tötete. In der isländischen Grettir-Saga, die vom stärksten Heldenhandel, der jemals auf Island lebte, ist es eine alte Völva namens Thurídr, die auf einen Baumstamm Runen schneidet und sie darauf mit ihrem eigenen Blut einfärbt, um mit dieser Verwünschung dem bislang unbezwingbaren Helden Grettir den Tod zu bringen. Was später auch so eintritt, als Grettir seine Axt in den verfluchten Baumstamm zu schlagen versucht. Diese abgleitet und ihm so unglücklich ins eigene Bein fährt, dass er sich dabei eine schwerende Wunde zuzieht. Diese schwächt ihn so sehr, dass es einer feindlichen Übermacht schließlich gelingt, ihn so zu bedrängen, dass sein größter Widersacher sich in seinen Rücken schleichen kann, um ihn von hinten mit einem Speer zu erstechen. Siegfried lässt grüßen. Diese Art der Fluchmagie war nicht nur gefürchtet, sondern ebenso verpönt. Und wurde streng bestraft, wenn sie herauskam. Mit ein Grund, warum ein mancher Völva, wenn sie bestattet wurde, den Kopf abschlug und ihn separat mit ins Grab legte. So hofften die Menschen, ihre Magie zu neutralisieren und nicht über den Tod hinaus fürchten zu müssen. Dem Urarchetyp der Völva begegnen wir in der altnordischen Mythologie, und zwar im allerersten Lied der Edda, der Völuspa. Ins Deutsche auch mit der Seherin Gesicht übersetzt. Dafür, dass es sich bei jener Völva ursprünglich nicht um eine sterbliche Frau, sondern um eine Art Göttin handelt, könnte der Umstand sprechen, dass sie als allwissende Seherin von den Göttern selbst aufgesucht wird, die ihre Weissagekunst erbitten. So etwa in dem Edda-Lied Vegtamskvida, auch als Odins Heelfahrt bekannt, indem der Allvater sein Pferd Sleipnir sattelt und auf ihm in die Totenwelt reitet, um dort eine bereits verstorbene Seherin aufzusuchen. Nachdem er diese durch einen Zauber aus ihrem Grab gezwungen hat, begehrt er von ihr die Zukunft, um das Geschick der Asensippe zu erfahren. Gleichwohl Odin seine eigene Identität vor ihr zu verbergen sucht, erkennt ihn die schlaue Seherin schon bald und nennt ihn beim Namen. Daraufhin spricht Odin: Weder Wahrsagerin bist du noch Vala, vielmehr bist du die Mutter aller Nornen. Wer die Wahrsagekunst zu jener Zeit beherrschte, galt somit als Anhängerin und Priesterin der Göttin Freya.
Als die Kirche sich jedoch immer weiter auszubreiten begann, waren es vor allem sämtliche Praktiken der Wahrsagerei, welche sie an die Spitze ihrer Liste heidnischer Verfehlungen und Verbote setzte. In einem von dem Missionar Bonifatius einberufenen deutschen Reformkonzil aus dem Jahre 742 ist zu lesen: Wir bestimmen außerdem, dass nach den Satzungen jeder Bischof in seiner Diözese unter Beihilfe des Grafen, welcher der Schützer der Kirche ist, Sorge tragen soll, dass das Volk Gottes nichts Heidnisches treibe, sondern allen Unflat des Heidentums abstreife und verabscheue, seien es Totenopfer, Losdeuterei, Zauberei, Amulette, Wahrsagerei, Beschwörungen oder Schlachtopfer, welche einfältige Menschen nach heidnischem Brauch bei Kirchen unter dem Namen von heiligen Märtyrern und Bekennern vornahmen, wodurch sie den Zorn Gottes und der Heiligen herausfordern, oder jene gotteslästerlichen Feuer, die sie Niedführer nennen. Und er, der Bischof, soll ihnen überhaupt jeden heidnischen Brauch, von welcher Art er auch sei, sorgfältig verbieten. Heute sind wir glücklicherweise wieder in einem anderen Punkt und so kehrt auch das Interesse an den einstigen Seherinnen und ihrer Verbindung zu unserem Land wieder zurück, welche die gleiche Beziehung darstellen, wie sie die Schamanen anderer Kulturen seit Jahrtausenden überall auf der Welt innehaben und inzwischen wieder vermehrt zu pflegen beginnen. Zuletzt unterhielten Susanne und ich uns daher noch etwas darüber, was das eigentliche Sehen im heutigen Sinne ausmacht. Wobei es letztlich darum geht, sich wieder für all jene Energien und Kräfte der Natur zu öffnen, die uns ständig umgeben. Gerade hier in unserer heutigen Gesellschaft, in der fast alles daraufhin abzielt, dass wir diese Verbindung, nämlich selbst ein Teil der Natur zu sein, weder spüren noch wahrnehmen können. Was in Folge dazu geführt hat, wie entwurzelt und entseelt heute so viele Menschen sind. Und wir eben dadurch mit dieser Erde, die unser aller Zuhause ist, bislang so respektlos und ausbeuterisch umgehen. Wenn du mit deinem Land verbunden bist, dann kannst du das gar nicht tun. Genau. Ja, das ist unmöglich. Wie das wäre ja so, als würdest du deiner eigenen Familie was antun. Das ja, genau. Machst du nicht. Und das, denke ich, liegen halt die Ursachen auch stark mit in der Industrialisierung, die dann im 18. Jahrhundert, was da so losging. Und jetzt könnte man wieder sagen, ja, wir hier, die Naturromantiker, die Natur ist nicht nur romantisch, das ist Quatsch, aber im Moment leidet sie halt wirklich. Und wenn du verbunden bist, dann spürst du das einfach. Das ist nicht nur irgendwelches Esoterik-Blabla, sondern man fühlt es, man fühlt den Schmerz körperlich und mir geht das mehrfach so. Ja, mir auch. Wenn du dann auch mit diesem Land dich selber wieder verbindest und dann siehst du vielleicht auch Dinge, die dir vorher nicht aufgefallen sind, dann siehst du auch plötzlich den Müll, der da rumliegt, an dem du vorher vielleicht unachtsam vorbeimarschiert bist. Oder du hältst die Wege dann auch ein, weil du merkst, da sind Tiere, die brüten da Vögel, da marschiere ich nicht durch, da fahre ich auch nicht mit dem Mountainbike durch, weil ich achte die Natur. Ja, alles ist ein Kreislauf. Du bist ja auch dabei, jetzt eine Webseite ins Leben zu rufen und möchtest ja Menschen eine Anlaufstelle bieten, die ja ein bisschen ähnlich unterwegs sind wie du, die was spüren, wahrnehmen, sich alleine gelassen fühlen damit und ja, eben eine Anlaufstelle, oder? Ja, es ist mir halt bei diesen beiden Sendungen, seitdem werde ich ja auch angesprochen und mir ist sehr aufgefallen, dass es doch mehr Leute gibt, als ich dachte, die mehr wahrnehmen und sich aber nicht trauen, darüber zu sprechen oder auch überhaupt gar keinen Ansprechpartner haben, überhaupt nicht wissen, wie sie mit diesem, was sie sehen, was sie wahrnehmen, umgehen sollen. Und da möchte ich gerne Ansprechpartner sein, also dass man sich mal vielleicht auch nur austauscht erstmal, dass man einfach mal schaut, wie gehe ich damit um, wie kann man sich, ja, für mich wäre es eigentlich das Schönste, wenn man irgendwann wieder dieses Sehen als was ganz Normales in die Gesellschaft bringen könnte. Das wäre der schönste Traum, den ich habe. Aber ja,
für den Anfang halt Ansprechpartner sein für Menschen, die Dinge wahrnehmen, überhaupt sich, ja, wie ich sagte schon, auszutauschen. Und, ja. Ja, da haben wir doch jetzt für heute mal ein paar interessante Einblicke bekommen. Und in diesem Sinne, alles Gute und werdet sehend. Ciao. Danke fürs Zuschauen. Und natürlich freuen wir uns wieder, wenn ihr uns eine kleine Spende zukommen lasst oder uns dauerhaft auf Patreon unterstützt. Mit Heil und Segen.